Servus und hallo zum Vlog hier auf Mabache TV. Ebola ist in jeder Nachrichtensendung derzeit das Thema Nummer 1. Ich gestehe, schon langsam wird es ein bisschen scary. Wir sind zwar alle trainiert mit jeder Menge Hollywood-Schinken, die das Thema Virus bricht aus und verändert die Gesellschaft. Trotzdem, wenn es dann in der Wirklichkeit passiert, ist es schon ein bisschen, vor allem wenn es jeden Tag und mehrmals in den Nachrichten ist, dann immer wieder nicht besser wird das Ganze. Darum habe ich mir gedacht, ich schau mal, was genau dahinter steckt, was ist Ebola und wie kann man sich davor schützen. Dazu habe ich die Seite des Bundesministeriums für Gesundheit zu Rate gezogen. Ich hatte natürlich vorher auf der WHO, auf der World Health Organization oder Weltgesundheitsorganisation nachgeschaut. Das empfehle ich auch jedem, der interessiert daran ist, um tiefer ins Thema einzutauchen. Ich habe mich jetzt mal darauf konzentriert, was sagt unsere Regierung dazu, welche Informationen stellt sie uns kurz und knapp zur Verfügung. Und die möchte ich mit euch jetzt teilen. Ebola ist eine Viruserkrankung, wie sie meist tödlich verläuft. Sie betrifft Menschen genauso wie Primaten und andere Tiere. Der Ursprung der Krankheit ist nicht genau belegt. Man geht davon aus, dass irgendwelche Flughunde als Wirt gedient haben für den Virus. Übertragen wird der Virus durch direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten wie Samen, Speichel oder Stuhl. Von lebenden, aber auch von toten Menschen. Genauso wie von infizierten Tieren, lebend oder tot. Ansteckung ist auch möglich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Es sei denn, die Person, mit der man Geschlechtsverkehr hat, ist schon länger als 3 Monate wieder gesund. Die ersten Symptome bei der Ansteckung mit Ebola zeigen sich meistens zwischen 2 und 21 Tagen. Es ist starke Fieberanfälle, Muskelschmerzen, Kopf- und Halsschmerzen. Die nächsten Symptome sind Erbrechen, Durchfall und Ausschlag, sowie ein schweres Nierenversagen. Außerdem kann es zu Multiorganversagen führen. Patienten sind erst dann ansteckend, nachdem sich die ersten Symptome zeigen. Schwerkranke Patienten werden medizinisch versorgt. Derzeit gibt es leider keine Medikamente, die zugelassen sind, um Ebola zu behandeln. Darum hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, am 11. August 2014 ausnahmsweise erlaubt, auch Medikamente, die noch im Test, in der Testphase sind, für die Behandlung an Patienten zuzulassen. Aus humanitären Gründen, damit man die Ausbreitung des Viruses in den Griff bekommt. Die Patienten werden, wenn das Virus festgestellt wird, sofort isoliert. Derzeit gibt es keine Impfungen und Medikamente, die den Ebola-Virus in den Griff bekommen. Darum hat, wie schon erwähnt, die WHO erlaubt, die Medikamente, die bereits in der Testphase sind, am Menschen auszuprobieren, um eben der Krankheit Herr zu werden. Generell gilt, es besteht keine Ansteckungsgefahr, solange man nicht in Flüssigkeitskontakt mit erkrankten Personen kommt. Das heißt, man kann ruhig einkaufen gehen, das Geld, das andere angegriffen haben, da kann man sich nicht anstecken. Ebola wird auch nicht über die Luft übertragen und auch nicht durch Moskitos. Genauso gut ist man geschützt in Bädern zum Beispiel, weil Chlor und Seife sowie Hitze und Sonne töten das Virus ab. Da kann einem also nichts passieren. Die Frage, ob es sicher ist, beim Krankheitsausbruch zu verreisen, ich denke, wie sollte sich jeder persönlich stellen, ob die Reise in ein Krisengebiet wirklich notwendig ist. Wenn Sie vorhaben und wenn Sie das tun müssen, weil Sie helfen wollen, dann gibt es genug Stellen, an die Sie sich wenden können, um sich genau zu informieren, wie und auf was Sie achten müssen. Die Hauptregel ist, nicht in Kontakt kommen mit Ausscheidungen von lebenden oder toten Menschen oder lebenden oder toten infizierten Tieren. Ich persönlich würde
auf eine Reise verzichten. Aber jemand, der helfen will, der soll sich da sehr gut informieren. Und da kann dann auch, seine Hilfe wird auch sicher sehr, sehr dringend benötigt. Ich würde am besten im Gesundheitsministerium oder beim Roten Kreuz direkt anfragen und mich genau informieren und auch meine Hilfe dort anbieten. Das war's soweit zu diesem Vlog. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählen können, was ihr noch nicht wusstet, weil einzig und allein die Nachrichten, die immer nur sagen, es sterben so und so viele Menschen, sind deprimierend und auch beängstigend. Einfach zu wissen, was genau Ebola ist und wie man sich damit anstecken kann, dass es zum Beispiel nicht durch die Luft übertragen werden kann, ist für mich schon eine gute Information. Ich hoffe für euch auch. Wenn ja, bitte lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch trotz dieser irren Zeiten ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder und danke fürs Dabeisein. Ciao.